Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Ich habe mich heute farblich den neuen Saftgoldbeeren von Haribo angepasst, beziehungsweise die Saftgoldbeeren sind natürlich nicht neu, aber die Saftgoldbeeren haben eine neue Sorte bekommen und das ist, könnt ihr hier ganz groß sehen, milde Orange und ich bin gespannt, wie die schmecken. Deswegen ist die Verpackung auch besonders orange. Eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr auch, was auf meinem orangefarbenen T-Shirt steht. Ansonsten zeige ich es euch nochmal gegen Ende dieses Videos. Die Haribo Saftgoldbeeren mit der neuen Sorte habe ich im Aldi Nord beim Einkaufen entdeckt und für 65 Cent mitgenommen. Neben milde Orange haben wir noch Apfel, Kirsche, Himbeere und Banane als Sorte und Pfirsich. Oh, da muss ich aber aufpassen, dass ich gleich nicht den Pfirsich vielleicht mit der milden Orange verwechsel. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Obstexperte, ne? Aber wollen wir mal schauen. Ich denke, ich müsste das hinbekommen. Farblich kann man die, glaube ich, auf jeden Fall auseinanderhalten. Wer liebt eigentlich alles da draußen diese Saftgoldbeeren? Ich finde, die sind ja der Inbegriff von geilem, fruchtigem Weingummi. So einzigartig. Das ist auch so ein Produkt, ehrlich. Das ist ein Produkt, das vermeide ich manchmal bewusst, weil ich ganz genau weiß, ich kann es mir nicht so gut einteilen, weil die Saftgoldbeeren sind einfach zu geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieser saftige Geschmack, kann ich nicht aufhören, die zu essen. Das ist da ganz, ganz gefährlich. Boah, wenn man da schon die Nase reinsteckt, das ist so ein bisschen, es riecht so ein bisschen wie im Bärenland. Und kennt ihr diese Weingummigeschäfte? Bären Company heißen die, glaube ich. Da riecht es auch immer so lecker. Und das hier ist, glaube ich, die Sorte milde Orange. Ich probiere mal. Ja, ganz klar milde Orange. Ich esse jetzt mal Kirsche, damit ich nachher auch den Kontrast besser zum Pfirsich schmecke. Und greife dann mal... Pfirsich ist ganz leicht auseinanderzuhalten, weil Pfirsich ist durchsichtig. Kirsche ist lecker. Pfirsich. Ich habe auch immer das Gefühl, dass diese weißen Weingummis noch nicht schmecken. Irgendwie so. Und die sind ja manchmal Ananas, manchmal sind sie Zitrone. Und jetzt sind sie Pfirsich. Und Pfirsich ist ja echt sehr dezent im Geschmack. Es sei denn, es sind die richtigen Haribo-Pfirsiche. Mit dem Zucker oben drüber, die sind richtig geil. Ja, Pfirsich ist langweilig, Kirsche ist ganz lecker, die milde Orange ist ganz gut und ich beiß mich jetzt mal durch die Banane hier. Passt auch sehr gut hier zum Goldbeeren hinter mir. Mhm. Banane schmeckt tatsächlich nach Banane. Interessant, aber auch ganz lecker, muss ich sagen. Jetzt kribbelt es bei mir in der Nase. Ich glaube, ich muss einmal niesen. Hatschi, das ist doch nicht etwa eine Bananenallergie, oder? Ihr habt es gesehen, ich habe in die Ellbogen hier unten reingenießt. Also ganz alles in Ordnung, ihr Lieben. Und die Weingummis muss ich jetzt alleine aufessen. Das steht schon mal fest. Finde ich aber nicht so schlimm, denn die sind echt lecker. Apfel. Auch ganz gut. Ist eine solide Sorte. Ich hätte mir mal gerne, und da gab es das nicht, schon mal eine Exotic Edition von denen gewünscht. Das hätte ich mir richtig cool gefunden. Ich probiere nochmal Himbeere. Saftgoldbeeren. Einfach lecker geil. Mmh. Himbeere. Sensationell. Zweitliebste Sorte hier drin. Intensiv, richtig geil. Himbeere ist geil, Kirsche ist geil, Saftorange ist okay. Die milde Orange meine ich, Pfirsich, schmeckt man nicht so viel, Apfel ist in Ordnung und Banane, überraschend bananig. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich den Saftgoldbeeren in der neuen Edition 9 Punkte. Ich finde, die kann man immer essen, die sind einfach geil. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!